Hallo und herzlich willkommen zu meinem Navia-Guide. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Navia am besten baut und dabei gehen wir wie immer zuerst ihre Talente durch, danach die Sternenbilder, weiter geht es mit ihren besten Artefakten und Waffen und zu guter Letzt stelle ich euch noch einige Teamcoms für sie vor. Bevor wir aber loslegen, gibt es noch ein paar allgemeine Infos zu Navia. Navia ist der neueste 5-Sterne-Charakter vom Element Geo. Oh mein Gott, wann konnte ich zuletzt Geo sagen? Wie cool sich das einfach anfühlt. Und sie nutzt auf jeden Fall einen Zweihänder. Man kann sie sowohl als Main-DPS, aber auch als Sub-DPS super spielen und Navia ist sehr vielseitig einsetzbar, was sie zu einem ziemlich coolen Charakter macht, würde ich sagen. Ich finde persönlich jetzt nicht, dass sie die Meta bricht und ein Must-Have ist, aber sie spielt sich ganz interessant und es fühlt sich einfach echt cool an, einen neuen Geo-Charakter zu spielen, aber ich denke wirklich, ihr maximales Potenzial werden wir mit zukünftigen Charakteren möglicherweise erst freischalten. Trotzdem ist sie auf jeden Fall ein ziemlich starker und spaßiger Charakter. Nun aber starten wir mit dem Guide und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Navias Standardangriffe verursachen physischen Schaden und sind erstmal nichts Besonderes. Ihre Elementarfähigkeit hingegen ist Navias wichtigste Fähigkeit. Bevor ich diese aber erkläre, schauen wir uns was Wichtiges dazu an, und zwar sammelt Navia sogenannte kristallscharfe Splitter, die ihr durch die Reaktion Kristallisation einsammeln könnt. Maximal könnt ihr 6 kristallscharfe Splitter sammeln und beim Abfeuern eurer Elementarfähigkeit werden diese dann verbraucht. Wichtig dabei zu wissen ist aber, dass bei den ersten 3 gesammelten Stacks der Schaden schon gut ist, aber bei 6 Stacks der Schaden nochmal erheblich steigt, weswegen ihr eure Elementarfähigkeit immer nur bei 3 oder bei 6 gesammelten Splittern abfeuern solltet. Jetzt wo das geklärt ist, geht es aber zum Benutzen der eigentlichen Fähigkeit. Diese könnt ihr nämlich nur kurz drücken oder gedrückt halten. Beim kurzen Drücken feuert sie mit ihrer Gunbrella Rosenkristallkugeln ab, die Gegner durchdringen und denen Geoschaden zufügen. Beim gedrückt halten kommt ihr in einen Zielmodus, welcher den gleichen Effekt hat wie beim Drücken, nur die Reichweite erhöht sich ein wenig und ihr könnt besser zielen und Elementarsplitter von der Reaktion Kristallisation werden in der Nähe sogar aufgesogen. Also ob ihr nun eher drücken möchtet oder gedrückt halten, kommt ganz auf die Situation an, würde ich sagen. Anfänglich hat die Elementarfähigkeit 2 Aufladungen. Das heißt, ihr könnt sie auch direkt zweimal nutzen. Durch ein passives Talent von Navia werden eure Standardangriffe nach dem Anwenden eurer Elementarfähigkeit für 4 Sekunden in Geoschaden umgewandelt. In diesen 4 Sekunden wird euer verursachter Schaden durch Standardangriffe um 40% erhöht und ihr verursacht keinen physischen Schaden mehr, sondern halt Geoschaden. Wenn ihr Navia als Main-DPS spielen möchtet, könnt ihr ihre E also einmal nutzen, dann habt ihr für 4 Sekunden Geostandardangriffe und dann nutzt ihr, wenn die 4 Sekunden abgelaufen sind, die zweite Aufladung der Elementarfähigkeit, womit Navia dann länger auf dem Feld bleiben kann und für 4 weitere Sekunden Geo-Angriffe macht. Ein noch interessanter Punkt zur Elementarfähigkeit ist, dass ihre Gunbrella wie eine Schrotflinte funktioniert. Steht ein Gegner direkt vor euch, treffen alle Rosenkristallkugeln den Gegner und verursachen an ihm mehr Schaden. Steht er weiter weg von euch, wird der Schaden geringer, aber der Radius erhöht sich. Navia verursacht ebenfalls mit ihrer Elementarfähigkeit die Usia-Arke und die Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 9 Sekunden. Kommen wir aber nun zu Navias Spezialfähigkeit, welche vergleichsweise ziemlich einfach erklärt ist. Sie entfesselt ein Kanonenbombardement auf die Gegner vor sich, welches Geoflächenschaden in regelmäßigen Abständen verursacht und bei einem Treffer bekommt Navia einen kristallscharfen Splitter, was jedoch eine 2,4-sekündige Abklingzeit hat. Das heißt, ihr wollt zu Beginn eines Kampfes auf jeden Fall erst mit der Spezialfähigkeit von Navia starten, um so schon mal passiv Splitter zu sammeln, damit eure Elementarfähigkeit dann bestmöglich verstärkt wird. Diese Fähigkeit hält auf C0 für 12 Sekunden auf dem Feld, kostet euch 60 Elementarenergie und hat eine Abklingzeit von 15 Sekunden. Navias zweites passives Talent erhöht für jede Pyro-, Cryo-, Elektro- oder Hydro-Figur in der Truppe den Angriff um 20%. Dieser Effekt ist jedoch nur zweimal stapelbar, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt 3 unterschiedliche Elemente nehmen, solltet aber auf jeden Fall 2 nehmen für den zusätzlichen Angriffsbuff. Beim Aufleveln eurer Talente solltet ihr, egal ob ihr Navia als Main oder als Sub-DPS nutzt, die Elementarfähigkeit definitiv priorisieren. Durch die Elementarfähigkeit kommt definitiv am meisten Schaden zustande und deswegen lohnt sich die am meisten. Anschließend kommt es darauf an, ob ihr sie als On-Field-Charakter nutzen möchtet oder halt nicht. On-Field levelt ihr als zweites den Standardangriff und dann die Spezialfähigkeit und als Sub-DPS könnt ihr den Standardangriff ignorieren, wollt aber die Spezialfähigkeit definitiv auch leveln, weil dort einiges an Schaden zustande kommt. Sternbilder sind wie immer kein Muss und Navia funktioniert wie jeder andere 5-Sterne-Charakter auch hervorragend auf C0. Aber falls ihr schon länger für sie gespart habt und sie etwas stärker haben möchtet, gehen wir einmal ganz kurz alle Sternbilder durch. Sternbild 1 gibt euch für jeden kristallscharfen Splitter, den ihr während eurer Elementarfähigkeit verballert, 3 Punkte Elementarenergie. Maximal könnt ihr pro Schuss 9 Elementarenergie regenerieren und die Abklingzeit der Spezialfähigkeit verringert sich ebenfalls um bis zu 3 Sekunden. Die C1 ist auf jeden Fall nett zu haben und ihr könntet die Spezialfähigkeit durchgehend auf dem Feld haben,
aber es ist definitiv kein Muss. Sternbild 2 erhöht Navias kritische Trefferrate für jeden kristallscharfen Splitter, den ihr mit der Elementarfähigkeit abfeuert, um 12%. Dieser Effekt ist dreimal stapelbar und maximal erhöht sich also ihre kritische Trefferrate um 36%. Außerdem wird zusätzlich bei der Spezialfähigkeit ein weiterer Schuss abgefeuert, wenn diese aktiv ist und ihr währenddessen eure Elementarfähigkeit nutzt. Das zweite Sternbild ist nach dem sechsten Sternbild definitiv eins der besten und falls ihr für ein paar Constellations pullen wolltet, wäre bei Sternbild 2 ein guter Punkt, um dann aufzuhören. Sternbild 3 erhöht das Level ihrer Elementarfähigkeit um 3 Stufen, was ebenfalls ziemlich nett ist. Sternbild 4 verringert den Geowiderstand der Gegner, wenn die Spezialfähigkeit einen Gegner trifft, was ebenfalls ganz nett ist. Sternbild 5 erhöht das Level der Spezialfähigkeit um 3 Stufen und zu guter Letzt Sternbild 6, welches für jeden kristallscharfen Splitter nach den ersten drei verbrauchten Splittern den kritischen Schaden der Elementarfähigkeit um 45% erhöht. Die verbrauchten Splitter werden nach dem Einsetzen auch an Navia wieder zurückgegeben. Sternbild 6 ist definitiv ein guter Powerspike für ihren Schaden mit der Elementarfähigkeit, aber auch hier definitiv kein Muss. Alle Sternbilder finde ich im Großen und Ganzen ganz nett, aber nur das zweite und das sechste wären für mich richtig gute Gründe, um für Navias Constellations zu pullen. Meine Navia bleibt definitiv auf C0 und so funktioniert sie auch mehr als genug. Bei den Artefakten gibt es glücklicherweise viele gute Kombinationen, die ihr nutzen könnt und wir fangen mal bei dem besten an. Das allgemein beste Set auf ihr sind vier Teile vom neuen Artefakt-Set Nächtliches Geflüster in den widerhallenden Wäldern. Ernsthaft? Länger ging der Name auch nicht für ein neues Artefakt-Set, ne? Auf jeden Fall erhöht ihr mit 2 Teilen ihren Angriff um 18% und mit 4 Teilen erhöht ihr den Geoschaden für 10 Sekunden um 20% und nachdem ihr eure Elementarfähigkeit eingesetzt habt, nochmal zusätzlich um weitere 150%, wenn ihr ein Kristallschild habt, welches durch die Reaktion Kristallisation entstanden ist. Also ist das wirklich eher nur ein Artefakt-Set, welches wirklich aktuell nur Navia tragen kann, würde ich sagen. Zu Beginn wird dieses Set von uns auf jeden Fall niemand haben und die Sphäre ist derzeit sowieso nicht der Hammer, weil dieses Set halt wirklich fast nur auf Navia gut ist und das andere Set, was ihr dann noch zusätzlich farmt, ist ein Healer-Set, welches bisher auf anderen Charakteren auch noch nicht so gut sein wird. Aber wer weiß, was die Zukunft halt noch so bringt. Es gibt noch zwei super Alternativen und zwar wären das vier Teile vom Schattenjäger-Set oder vier Teile Vergangenheit des Zinnobers. Jedoch sind beide Sets darauf angewiesen, dass Navia durchgehend Leben verliert, um von den Sets zu profitieren, weswegen diese Sets nur empfehlenswert sind, falls ihr Navia mit Furina zusammenspielen möchtet. Furina ist sowieso einer der besten, wenn nicht die beste Teampartnerin für Navia, wozu ich aber später in den Teamcoms noch mehr sagen möchte. Falls ihr Furina nicht besitzt oder nicht plant, Navia mit Furina zu spielen, solltet ihr das erste Set farmen, andernfalls lohnen sich auch Zweier-Sets, die ihr kombinieren könnt. Ich blende euch hier einmal alle weiteren Möglichkeiten ein. Kommen wir als nächstes zu den Mainsets der Artefakte und da möchtet ihr auf der Uhr definitiv Angriffprozent, auf dem Kelch wollt ihr Geoschadensbonus, alternativ würde auch Angriffprozent nehmen, aber zukünftig definitiv Geoschadensbonus, weil es deutlich stärker ist und auf dem Hut möchtet ihr kritische Trefferrate oder kritischen Schaden, je nachdem was ihr eher benötigt. Bei den Subsets wollt ihr ebenfalls kritische Trefferrate, kritischen Schaden, Angriffprozent oder Aufladerate. Ein guter Aufladeratewert liegt zwischen 130 und 150%, was halt von eurem Spielstil und Team abhängig ist. Weiter geht es mit Navias besten Waffenoptionen und hier habt ihr einige gute Optionen und wir starten bei den 5-Sterne-Waffen. Am besten ist natürlich ihre eigene Waffe Urteilsspruch. Diese Waffe hat kritische Trefferrate als Substat und mit der passiven erhöht sie euren Angriff und den Schaden der Elementarfähigkeit, wenn ihr einen Splitter durch die Reaktion Kristallisation aufsammelt. Die Waffe passt echt perfekt auf ihr Kit und ist somit auf jeden Fall am besten geeignet. Weitere gute Option wäre die Schilfmeerbarke, welche euch ebenfalls kritische Trefferrate als Substat gibt, das grobe Schwert, wodurch ihr Angriffprozent als Subset bekommt, der Wolfsgrab, welcher ebenfalls Angriffprozent als Subset hat und der Rothorn-Steinbrecher, wodurch ihr kritischen Schaden bekommt. Bei den 4-Sterne-Optionen gibt es ebenfalls richtig gute Alternativen. Das Knochenschwert ist auf Verfeinerungsgrad 5 die zweitbeste Option von Navia insgesamt und schlägt alle anderen 5-Sterne-Waffen außer halt ihre eigene Waffe ganz knapp. Leider kriegt man diese Waffe nur aus dem Battle Pass, aber haltet euch fest, für jeden Free-to-Play-Spieler da draußen gibt es das mega magische Schwert des ultimativen Oberherrn, welches wir aus einem Event kriegen. Ihr habt richtig gehört, dieses Schwert können wir uns gratis auf R5 durch das Event erspielen und es ist eine super Alternative, die teilweise mit den 5-Sterne-Waffen super mithalten kann. Also kein Grund zur Sorge, falls ihr bisher keinen der genannten Waffen habt oder vielleicht sie woanders einsetzt, bekommt ihr das mega magische Schwert des ultimativen Oberherrn, welches ich gerne so vorlese, weil der Name einfach
keine Ahnung, wieder extrem lang und unnötig ist. Zwei weitere ziemlich gute Alternativen möchte ich euch trotzdem noch einmal aufzählen. Und zwar sind das einmal die Schwarzsteinschneide und das Opfergroßschwert, was ihr auf Nahwehr ebenfalls nutzen könnt. Bevor ich euch einige Teamcoms vorstelle, sollten wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wichtig für Nahwehr ist. Wir wollen viel Kristallisation auslösen, damit wir ihre Elementarfähigkeit bestmöglich buffen können. Deswegen empfehle ich immer einen zweiten Geo-Charakter nach Möglichkeit für ausreichend Kristallisation-Reaktionen. Außerdem wollen wir durch die Passive zwei Elektro-, Pyro-, Hydro- oder Cryo-Charaktere, um ihren Angriff nochmal um 40% zu buffen. Dendro- und Anemo-Charaktere harmonieren nicht so gut mit Nahwehr selbst, weil diese Elemente nicht mit Geo reagieren können. Furina ist einer der besten Partner für sie, weil die Begleiter von Furina lange auf dem Feld sind und permanent Hydroschaden verursachen, ohne dass Nahwehr selbst dafür angreifen muss. Außerdem bufft sie Nahwehrs Angriff nochmal enorm. Nun aber noch ein paar Teamvorstellungen meinerseits, schreibt mir aber bitte gerne eure Teams in die Kommentare. Eine Variante wären Nahwehr, ein Geo-Charakter wie Zhongli, Albedo oder der Geo-Traveler, Bennett und Furina. In diesem Team bufft ihr Nahwehrs persönlichen Schaden auf das Maximum. Jedoch leidet ihr vielleicht ein wenig unter dem Lebensverlust von Furinas Elementarfähigkeit und Bennett kann nicht immer schnell genug hinterherheilen. Mit ein bisschen Übung kriegt man das aber ziemlich gut hin und zur Not könnte man als Geo-Charakter auch Noelle als Sub-DPS spielen, die mit ihrem Schild das ganze Team nochmal hochheilen kann. Ein weiteres Team wäre quasi das gleiche, nur tauschen wir Furina aus und als gute Alternative wollt ihr einen Off-Field-DPS, der Schaden verursacht, ohne auf dem Feld zu sein. Logischerweise, das macht ein Off-Field-DPS nun mal aus, ja. Da eignen sich auf jeden Fall Charaktere wie Fischl, Yai, Miko, Charlotte oder. Inzwischen gibt es halt echt viele Off-Field-DPS und naja, da könnt ihr auf jeden Fall nehmen, was ihr zur Verfügung habt. Xiangling wäre ebenfalls sehr passend, weil Bennett und Xiangling nicht nur ein ziemlich gutes Duo sind, sondern der elementare Einklang von zwei Pyro-Charakteren euren Angriff nochmal zusätzlich erhöht. Eine weitere Teamoption, die ebenfalls noch gut funktioniert, ist Nahwehr mit einem Geo-Charakter und zwei weiteren Hydro-Charakteren. Dort könnt ihr auch Charaktere wie Shinshu, Yelan, Kokumi, Mona spielen oder was ihr halt zur Verfügung habt. Auch Furina würde hier natürlich super gut passen. Shinshu und Yelan funktionieren sehr gut mit Nahwehr, wenn ihr sie als On-Field-DPS nutzt, weil ihr halt Standardangriffe macht und Shinshu und Yelan können halt Off-Field gut Hydro verteilen, was halt viele Kristallisationen-Reaktionen auslöst. Außerdem kriegt ihr durch den elementaren Einklang von zwei Hydro-Charakteren nochmal ein bisschen mehr Leben, was halt allgemein nicht schaden kann. Für Nahwehr-Teams als Sub-DPS gibt es unendlich viele Kombinationen. Ihr passt sie nahezu in jedes Team rein, wo ihr noch einen vierten Slot zur Verfügung habt. Ihr Job wäre es da quasi nur die Elementarfähigkeit zu nutzen und die Spezialfähigkeit. Also wenn ihr Teams nutzt, wo das vierte Tropenmitglied immer nur optional war, könnt ihr das zukünftig auch mit Nahwehr einfach füllen. Nahwehr als Sub-DPS zu nutzen kann man durchaus auf jeden Fall machen und es funktioniert auch echt gut und ihr könnt selbst entscheiden, wo sie bei euch im Team dann am besten passt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Teams in die Kommentare. Und das war's dann auch schon mit meinem Nahwehr-Guide. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wie immer weiterhelfen und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu Nahwehr habt, könnt ihr sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben. Danke auf jeden Fall für euren lieben Support, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Patch und Nahwehr und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.